Es war das royale Großereignis des Jahres. Millionen von Menschen verfolgten am Samstag gespannt die Krönung von König Charles III. In der Westminster Abbey in London. Ob vor dem Bildschirm oder aber live vor Ort. Mit darunter eine ehemalige Freibergerin, die bereits seit Jahren für England und das britische Königshaus brennt. Annette Weiss ist Polizistin, geboren und aufgewachsen in der Silberstadt. Auch wenn Annette inzwischen nicht mehr in Freiberg lebt, schlägt ihr Herz natürlich immer noch für ihre ehemalige Heimat. Aber auch im rheinland-pfälzischen Koblenz ist sie inzwischen fest verwurzelt. Seit vielen Jahren engagiert sie sich nun in ihrer neuen Heimat im deutsch-englischen Freundeskreis Main Godalming. Eine Initiative der beiden Partnerstädte, die auch bei Annette das Englandfieber geweckt hat. Wir sind der Vorstand vom Freundeskreis Main Godalming in Südengland. Haben wir da so eine Partnerstadt von Main. Ist ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Zug von London entfernt. Und durch die Freundschaften über die vielen Jahre sind dann gegenseitige Besuche geworden von den Mitgliedern. Und so entstand dann auch die Nähe und Liebe zu den Königshäusern, beziehungsweise zu dem Königshaus in England. Jetzt bei der Reise war nur ein Teil des Vorstandes von 4 Personen mit dabei, die halt verrückt genug sind, sich sowas anzutun und eine Nacht im Freien zu verbringen, um ihre Majestät, den König, zu sehen und zu bejubeln. Verbunden in Freundschaft ist jedoch nicht nur das Motto des Freundeskreises. Freundschaftlich wurde die deutsche Gruppe nach ihrer Anreise auch in den Reihen der Wartenden unweit des Buckingham Palace aufgenommen. Zu 5 sind wir hingefahren, weil wir sowieso eine enge Beziehung zu England auch haben. Und sind am Mittwoch gestartet mit dem Zug unterm Ärmelkanal durch. Und haben uns dann Freitagabend um 20 Uhr an der Mall postiert. War ungefähr 500 Meter vom Buckingham Palace entfernt. Und da waren schon Camper, die schon fast eine Woche da ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Und wir haben höflich angefragt, ob wir da noch ein Plätzchen finden. Wir wussten, dass wir zu spät sind. Auch noch die Nacht zuvor, aber hatten da ganz liebe Leute rum, eine Italienerin, ein Engländer vor allem, Franzosen, also es war ringsrum und es war eine super Stimmung da und die haben sich so gefreut, dass Deutschland da auch mit vertreten war. Eine, der war früher bei der Marine, der Andy, der sagte dann, also ich will unbedingt, dass die deutschen Freunde mit vorne, ganz vorne stehen. Und da haben die gesagt, wenn wir unsere Zelte wegbauen, könnt ihr dann nachrücken. Und da durften wir uns noch mit unseren Stühlchen hinplatzieren. Ja, haben wir uns von um 8 bis um 10.20 Uhr, haben wir uns so recht und schlecht durch die Nacht, richtig schlafen kannst du nicht, es war arschkalt. Fing dann aber zum Glück erst um 11 Uhr mit Regnen an, aber dann richtig. Ja, ein bisschen Hals, aber sonst sind wir alle gut durchgekommen durch den Regen. Und obwohl das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen wollte, hielt die Gruppe tapfer aus, um einen Platz in vorderster Reihe zu haben. Dann war es endlich soweit. Da haben wir den Charles gesehen mit der Camilla, wie sie hingefahren sind. Und dann hatten wir dort, wo die angekommen sind, haben die über Lautsprecher die Krönung, den Gottesdienst übertragen. Also haben dann alle auch die Hymne mitgesungen und war eine tolle Stimmung da einfach. Ja, und dann sind die ja zurückgekommen und wir konnten wirklich, also was du im Fernsehen siehst, von den ganzen Protesten, das ist ein Teil, aber ein geringer Teil. Also die haben so einen Nationalstolz. Hört man ja auch in dem Video, dass die schreiben, wie sehr sie ihn lieben. Und ja, der größte Teil, wie wir gesehen haben und miterleben durften, lieben ihren König, lieben die Monarchie und das Handeln von King Charles III., er schränkt sich ja jetzt selber ein, will das nicht mehr alles so prunkig haben. Ich hoffe mal nicht, dass es einen Volksentscheid gibt, wo sowas mal abgewählt wird, damit diese Tradition immer weiterleben kann. Das macht England und London, das macht es einfach aus. Ein unvergessliches Erlebnis für Annette und ihre Freunde, für die sich die weite Anreise inklusive stundenlangen Wartens im Regen definitiv gelohnt hat. Ein Erlebnis, an das alle mit Sicherheit auch noch viele Jahre lang sehr gern zurückdenken werden. Es war wunderbar, verrückt, erhaben, so nah an einer königlichen Kutsche zu sein mit dem frisch gekrönten King Charles III., da man so eine Gelegenheit ja
sowieso nie bekommt. Und das noch in der Originalkutsche, wo natürlich Queen Elizabeth II. Auch ihre Krönungsfahrt unternahm. Sorry, hier sind ein paar Krähen im Hyde Park. Und das Ganze so nah zu erleben, war unbeschreiblich schön. Die Stimmung mitzunehmen, die Liebe noch zu dem Königreich, war wirklich, also man kann es nicht beschreiben mit Worten. So schön war das. Ich gucke mir die Videos selber gern jetzt immer noch mal an, weil ich denke, boah, das war wirklich sehr nah dran. Und es war einfach toll. Also man ist immer noch, zerrt man noch sehr lange davon.